Willkommen zurück zu SFS und willkommen zum dritten Geburtstag von diesem Kanal. Da haben wir die drei Kerzen oben drauf und wir haben, also ich habe eine Menge vorbereitet, so ein bisschen Geschichtenerzählung würde ich mal sagen. Jedenfalls 3 Jahre ist der Kanal schon alt, das ist eine Menge. Ja, das Jahr ist sehr schnell vorbeigegangen, auch mit Corona und so. Ja, es war ein wundervolles Jahr, in der Welt nicht so, aber von den Videos her fand ich es eigentlich ganz super. Ich finde, die Qualität der Videos ist auf jeden Fall hochgegangen und ihr scheint es auch zu mögen. Ich habe immerhin ein paar Meilensteine erreicht, dazu kommen wir aber gleich. Jedenfalls, ich will euch einfach nur Danke sagen dafür, dass ihr jetzt schon 3 Jahre lang meine Videos schaut. Und ja, vielen Dank dafür und wir schauen jetzt mal, was ich euch so erzählen kann. Schauen wir uns als erstes die beiden größten Ereignisse an seit dem letzten Jahr. Einmal das 500 Abo Special, wo ich einfach 500 Fallschirme auf den Haufen gelegt habe. Und natürlich das 1000 Abo Special, wo ich 1000 Fallschirme auf den Haufen gelegt habe. Ich weiß nicht, ob ich das beim 2000 oder 5000 Abo Special wiederholen kann, denn es gibt nicht mehr genug Platz. Jedenfalls waren das die beiden größten Ereignisse im letzten Jahr. Nochmal kurz bevor dem zweiten Geburtstag habe ich erst die Dictators No Peace Serie abgeschlossen. Und falls ihr die mögt, dann könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Ansonsten könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Ansonsten halt eben nicht. Wir beginnen einfach mit der ersten Sache. Und zwar in der Woche, direkt nach meinem Geburtstag, also nach dem Geburtstag vom Kanal, habe ich euch die SFS, die Raketen aus der SFS-Colony-Serie vorgestellt, und zwar die Atlantis-Raketen. Das sind insgesamt momentan 6 Stück und ja, ich muss sie jetzt alle umbauen wegen dem neuen Update, weil sie alle kaputt gehen und ich werde dazu noch ein Video machen, wo ich jede Rakete einfach krachen werde, aber das ist was anderes. Jedenfalls habe ich euch die vorgestellt und wir haben innerhalb eines Jahres eine ganze Menge damit gemacht. Und zwar haben wir unter anderem eine Marsbasis errichtet. Ja, das ist hier der Mars. Wunderschön, oder? Wir haben eine Marsbasis errichtet in insgesamt 20 Folgen. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit, die da drauf gegangen ist. Aber sie ist auch ganz schön geworden. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, da mit zuzuschauen. Dann als nächstes haben wir einen Erdorbit. Hoffe, man erkennt es. Jedenfalls gehört das zur SFS-Tutorial-Serie. Die habe ich nämlich auch kurz nach dem Geburtstag gestartet. Und zwar das erste Tutorial war für den Erdorbit, das zweite fürs Andocken, das dritte war für den Mond, das vierte für Raketenlanden, was ich inzwischen wieder neu machen muss, wegen dem neuen Update, wie schon gesagt. Und danach habe ich den Mond besucht, den Mars, die Venus, Merkur, die Sonne. Und ihr wisst, was fehlt, Phobos und Deimos. Nein, Spaß, das haben wir auch besucht. Jetzt fehlt noch Jupiter und seine Monde. Da habe ich auch schon eine Idee, was man da machen könnte. Kommt aber noch. Und zwar auch noch nicht diese Woche, vielleicht nächste Woche, keine Ahnung. Jedenfalls gehen wir weiter. Und zwar Polytopia, verändert sich noch. Das hier ist ein Bardur-Krieger. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich finde, das war ein sehr cooles Let's Play. Ich mache das aber inzwischen auch nicht mehr weiter, da mein Interesse sich so ziemlich verflüchtigt hat. Als nächstes ein Flugzeug. Flight Pilot Simulator. Mein Spaß. Und zwar den Turboprop Flight Simulator. Ja, ich habe 2 Flugsimulatoren gemacht. Und zwar hier den zweiten, also Turboprop Flight Simulator. Da habe ich die Karriere durchgespielt und hinterher ein bisschen ja, Blödsinn gemacht. Falls es euch gefallen hat, dann schaut es euch nochmal an. Ansonsten
ansonsten eben nicht, ja. Hat recht Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob was Neues rausgekommen ist, keine Ahnung. Falls ihr es sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Und als nächstes haben wir Assembly Line. Wir haben einen AI-Robot und einen Seller. Ja, das ist die klitzekleine und recht kurze Serie, wo ich eben eine Fabrik gebaut habe in Assembly Line. Und ich habe eben auch den AI-Robot gebaut. Und ich baue da immer noch dran. Also ich bin immer noch weiter am Verfeinern und auch am Bug-Using, um unendlich viel Geld zu machen. Falls ihr das sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten eben nicht. Hat leider viel zu wenige Aufrufe bekommen und auch viel zu wenig Wiedergabedauer. Deshalb, ja, kann ich nicht ändern. Tut mir leid. Weiter geht's. Und zwar mit dem, was wir erst vor sehr kurzem gemacht haben. Und zwar ist das die MS-Colony mit den Triebwerken unten, Treibstofftanks und den Solarzellen. Und zwar haben wir da begonnen, Europa zu kolonisieren, sind natürlich noch nicht annähernd fertig geworden, aber das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall soweit sein. Dann haben wir es auch so ziemlich geschafft. Eine letzte Sache noch, und zwar erst vor kurzem, am Wochenende, haben wir die 10.000 Aufrufe pro Monat geknackt. Das habe ich bisher noch nicht geschafft und das ist natürlich eine absurde Menge. Einfach 10.000 Leute von euch haben sich pro Monat eines meiner Videos angeschaut und noch dazu eine gesamte Wiedergabezeit von 500 Stunden pro Monat. Das ist natürlich auch eine ganze Menge. Jedenfalls war es das so ziemlich. Jetzt kommen die Geschenke für euch. Und zwar natürlich wie letztes Jahr jeden Tag ein Video bis Weihnachten. Das heißt, jetzt kommen noch nach diesem Video 10 weitere Videos. Und da mache ich so eine kleine Weihnachtspause quasi. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade fleißig am Vorproduzieren. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, dann schreibt sie mal in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Frohes neues Jahr vielleicht. Jedenfalls frohe Weihnachten und vielen Dank, dass ihr dabei wart.